Hallo, liebe Fünfklässler. Wir begrüßen euch hier am Emma. Wir, das sind die drei neuen Klassenlehrerinnen. Ich bin Birgit Wellenburg für die 5a. Mein Name ist Lisa Sieberding und ich übernehme die Klasse 5b. Ich bin David Marschler und übernehme die 5c. Okay, vorgestellt habe ich mich ja schon. Ich bin Frau Wellenburg. Ich unterrichte euch in Mathematik und Musik. Ich singe unglaublich gerne, deswegen singen wir natürlich auch den Emma-Song, den ihr vielleicht schon auf der Homepage gesehen und gehört habt. Und dann unterrichte ich noch Mathe, da können wir hier so ein bisschen von dem Klettergerüst Ellipse berechnen und sowas. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich freue mich drauf. Liebe 5b, ich werde euch in Deutsch unterrichten und den einen oder anderen von euch auch in evangelischer Religion. Darauf freue ich mich natürlich schon sehr. Wenn ich nicht hier in der Schule bin, dann lese ich unheimlich gerne. Das hat wahrscheinlich auch mit meinem Fach Deutsch zu tun. Ich bin gerne kreativ und backe und koche gerne. Und ich bin auch gerne unterwegs und unternehme was mit meinen Freunden. Moin 5C. Ich unterrichte die Fächer Geschichte und Musik. Und auch in meiner Freizeit mache ich gerne Musik, noch mit meiner Schülerband aus meiner Schulzeit. Und außerdem koche ich noch gerne und spiele gerne Gesellschaftsspiele. Hallo, liebe 5a. Ich begrüße euch hier bei unserem Klassenraum. Hier werden wir nämlich nach den Sommerferien starten. Diese Collage, die ist euch wahrscheinlich auch schon zugegangen. Ihr seht also, wer alles in unsere Klasse kommt. Und ich freue mich ganz doll auf euch. Bis bald. Hallo liebe 5b, das ist unser Klassenraum. Momentan ist hier noch eine andere Klasse drin, aber nach den Sommerferien haben wir ja alles für euch vorbereitet. Und ich freue mich schon sehr darauf, den Klassenraum dann mit euch so zu gestalten, wie wir es gerne haben möchten. Bis bald! Hier seht ihr den Klassenraum der 5c und im Unterricht werden wir ganz viel gemeinsam lernen, aber auch sehr viel Spaß haben. Und vielleicht seid ihr auch schon ein wenig aufgeregt, wir sind es auch und wir freuen uns auf euch. So wie wir jetzt hier nebeneinander sitzen, sind auch die Klassenräume von den fünften Klassen alle nebeneinander, damit wir dann hier auch alle zusammen sein können. Wir freuen uns sehr, dass wir nach den Sommerferien alle hier gemeinsam starten können. Bis bald. Tschüss. Tschüss.